Schönen guten Tag, Frau Steiner-Wieser. Schönen guten Nachmittag und grüß Gott aus Salzburg. Die Impfpflicht, beschlossene Sache. Gestern gingen die Wogen hoch im Bundesrat. Was ist Ihre Kritik? Meine Kritik ist, dass diese Impfpflicht völlig unnotwendig ist. Sie ist spätestens seit Omikron obsolet geworden. Es ist unverhältnismäßig und absolut nicht argumentierbar, warum man also die Menschen jetzt schon wieder belastet und mit einer Impfzwang, was ja nicht nur Impfpflicht, sondern Impfzwang ist, weil es ja mit Strafen verbunden ist, also wiederum belastet. Impfpflicht aus Ihrer Sicht eine Totgeburt? Aus meiner Sicht ja. Es geht da um Gesundheit dabei. Es hat jeder Mensch ein Recht, also über seinen Körper selbst zu entscheiden. Und es ist für jeden Menschen also selbst die eigene Entscheidung, ob er sich impfen lässt oder ob er sich eben nicht impfen lässt. Jeder Mensch hat also seine eigenen persönlichen Gründe, wie er sich entscheidet. Und beides ist zu respektieren. Und die Menschen also da mit einem Impfzwang, wie in einer Diktatur, mit einem Zwang zu belasten, ist völlig daneben. Und wir werden also sicherlich alle rechtlichen Mittel, also wir Freiheitlichen, ausschöpfen. Wir werden auch die Menschen also unterstützen weiterhin. Wir sind auf der Seite der Menschen und der Bürger in diesem Land. Darum gibt es ja auch also von den Freiheitlichen die Seite www.impfzwang.at. Da können sich Menschen, hilfesuchende Menschen an uns wenden oder sich dort Ratschlag einholen. Die Rufe in Österreich werden immer lauter, dass alle Maßnahmen gekippt werden sollen. Vorbild Dänemark oder auch die Schweiz. In der Schweiz werden ja auch in Kürze, ist geplant, alle Maßnahmen fallen. Sollte Österreich auch diesen Weg gehen und auf alles verzichten? Abstand, 2G, Impfung oder auch eben die Maskenpflicht? Also alle Maßnahmen haben die letzten beiden Jahre gar nichts gebracht. Man hat im November also die ungeimpften Menschen in diesem Land, also es sind ja doch fast 1 Million Menschen, also ungerechtfertigterweise einfach weggesperrt. Man hat gesehen, dann die Zahlen sind dennoch enorm gestiegen. Wir sollten einmal hergehen und die Antikörper testen lassen bei den Menschen in diesem Land. Man sollte mal schauen, also eine richtige Zählweise vielleicht einmal einführen. Nicht nur immer also auf die Geimpften schauen, sondern man sollte mal sagen, Geimpfte, Genesene, Antikörper schauen. Und ich bin der festen Überzeugung, also dass wir die Herdenimmunität im Land schon längst erreicht haben. Und somit also sind alle Maßnahmen mit sofortiger Wirkung also aufzuheben. Die Bundesregierung hat also die Impfpflicht durchgeboxt. Sehen Sie die Bundesregierung mittlerweile vor dem Scheitern? Weil auch hier sind sich ja viele Expertinnen und Experten einig, dass spätestens mit dem U-Ausschuss gegen die ÖVP dann im Frühling hier es zu einer wahren Zerreißprobe kommen wird. Ich bin guter Hoffnung, dass der Verfassungsgerichtshof diese Entscheidung, die getroffen wurde im Parlament, mehrheitlich gegen die Freiheitlichen aufgehoben wird, weil eben diese Impfpflicht verfassungswidrig ist, völlig daneben ist, unverhältnismäßig ist und wie gesagt spätestens seit Omikron nicht mehr argumentierbar ist. Und ist die Bundesregierung aus Ihrer Sicht gescheitert? Rechnen Sie mit Neuwahlen 2022? Wir Freiheitliche stehen parat für Neuwahlen. Diese Regierung ist gescheitert und ist nicht mehr tragbar für dieses Land und für die Bürger in diesem Land. Der U-Ausschuss, der jetzt dann kommt im Frühling gegen die Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP, könnte das aus Ihrer Sicht so weit führen, dass die Grünen vielleicht die Koalition sogar platzen lassen? Werden wir sehen. Das ist die Entscheidung der Grünen. Ich würde mir es wünschen, wenn diese unglückselige schwarz-grüne Bundesregierung bald Geschichte ist. Blicken wir noch abschließend zu den Protesten gegen die Impfpflicht. Hier hat es in den letzten Monaten immer wieder an Samstagen und speziellen Wochenenden große Demozüge gegeben, die durch Österreich gezogen sind. Bei einigen hat sich auch die FPÖ beteiligt, zum Beispiel FPÖ-Chef Kickl hat ja auch mal in Wien oder auch in Innsbruck mitdemonstriert und Ansprachen gehalten. Wird die ÖVP in den nächsten Wochen weitere Initiativen setzen, um gegen die Impfpflicht zu demonstrieren? Nicht die ÖVP wird sie setzen, sondern die FPÖ wird diese Maßnahmen gegen die Impfpflicht setzen. Selbstverständlich werden die friedlichen Proteste weitergehen. Und und ich bin, wie gesagt, guter Hoffnung, dass letztendlich also der Verfassungsgerichtshof also diese unglückselige Entscheidung aufheben wird. Wie haben Sie die gestrige Bundesratssitzung miterlebt? Wie ist hier Ihr Eindruck? Wie weit sind die Meinungen auseinandergegangen?
Ja, also schwarz-grüne Position, also hat man, ist ja hinlänglich bekannt. Enttäuscht bin ich also von den Sozialdemokraten, die jeglichen Bürgernähe gestern aufgegeben haben, bis auf zwei Bundesräte hat die Sozialdemokratie gestern also der Impfpflicht zugestimmt. Das ist bitter, weil sie sich also da sicherlich also von der ÖVP über den Tisch haben ziehen lassen, wegen der Stichwort Impflotterie. Und wie man heute liest und sieht, also wird es wahrscheinlich die Impflotterie nicht kommen werden. Aber wie man so schön im Lotto sagt, alles ist möglich, aber bei dieser schwarz-grünen Bundesregierung ist halt alles unmöglich. Frau Marlies Steiner-Wieser, vielen Dank für das Gespräch und auf Ihre Sicht auf die Impfpflicht. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Nachmittag noch.